Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Dienstagabend hier bei BLK TV. Ja, und ich möchte aus aktuellem Anlass die Sendung erst einmal mit einem großen Dankeschön an alle Friseurinnen und Friseure beginnen. Denn nach 10 Wochen Wildwuchs kann ich mich jetzt wieder der Öffentlichkeit präsentieren. Toll, dass ihr trotz aller Widrigkeiten wieder am Start seid. Ja, und wir kommen zum ersten Thema am heutigen Abend. Nämlich, wir schauen mal zurück in die Vergangenheit und da gab es den Pfarrer Sebastian Kneip und der ist für sein ganzheitliches Gesundheitskonzept bekannt und sehr geschätzt. Aus seinen Lehren gingen viele nützliche Anwendungen hervor, wie zum Beispiel das Wassertreten. Die 10. Bad Bibra Quellkönigin Desiree und die 13. Laucha Weinprinzessin Florence, die zeigen uns einmal, wie kinderleicht diese Anwendungen sind. Hallo, ich bin die 10. Quellenkönigin der Stadt Bibra. Mein Name ist Desiree. Passend zu dem schönen Wetter werden wir heute das erste Mal das Kneip in Dienst treten. Dafür habe ich eine Unterstützung besorgt. Hallo, ich grüße Sie. Ich bin nicht nur Desirees Freundin von Wasser und Wein quasi als Laucha Weinprinzessin, sondern ich bin auch Lehrerin der Sebastian-Kneip-Grundschule und bei uns wird natürlich Kneipen ganz, ganz groß geschrieben. Deshalb freue ich mich, heute hier zu sein. Ja, und wir würden dann auch direkt loslegen. Ja, Kneipen tut man im Storchengang durch das kalte Wasser mindestens eine Runde, besser 2 oder 3. Bei regelmäßiger Anwendung regt das nicht nur die Durchblutung an, sondern es stabilisiert auch das Immunsystem. Wir merken das an der Schule, wir führen regelmäßig Tests durch und tatsächlich haben wir weniger Krankheitsfälle als andere Schulen. Aber Kneipen kann man ja nicht nur in der Schule. Das stimmt, man kann das nämlich auch ganz einfach zu Hause erledigen, indem man einen einfachen Eimer oder einen Bottich füllt mit dem Wasser, was so wie es ist aus der Leitung kommt. Die Temperatur bitte nicht erwärmen. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir hier vor Ort sind, mehrere Kneippbecken in der Stadt Bad Bibra haben, aber wie gesagt, einfach ist es auch zu Hause zu erledigen. Wasser, die Zunge im Wein. So schön kann Kneipen sein. In unserer Region gibt es so einiges zu entdecken. Wurde zum Beispiel im Burgenlandkreis ja die legendäre Himmelsscheibe gefunden. Und nun wurde bei Ausgrabungen ein weiterer sensationeller Fund geborgen. Was das ist, das schauen wir uns gemeinsam an. Laut einer Meldung der dpa wurden bei Grabungsarbeiten in Rödingen bei Großheringen ein Idolfragment gefunden. Dieses Fragment deutet auf einen heiligen Ort hin. Idole sind kleine Figuren, die als Gottheiten in einem ritualen Zusammenhang verehrt werden. Die Menschen dieser Epoche gehörten zur jüngeren Linienbandkeramik. Sie verzierten ihre Gefäße mit typischen Linien. In der Linienbandkeramik wurden die Idole stets zerbrochen im Boden gefunden. Das Gelände sei rund 15.000 Quadratmeter groß, habe einen quadratischen Grundriss und wurde von einem grabenförmigen Erdwerk geschützt.
Um die Riten zu vollziehen, wurden Gebäude benötigt. Bislang fanden sich Spuren von mindestens 10 Häusern und eine Bestattung, allerdings ohne Beigaben. Zudem gab es in rund 30 Meter Entfernung ein zweites kreisförmiges Erdwerk. Dort konnten Brandspuren nachgewiesen werden. Der Brandschutt kam von außen in den Graben, was darauf hindeutet, dass es tatsächlich rituelle Handlungen gab. Beide Anlagen wurden an einem Nordhang errichtet. Das sei ein Indiz dafür, dass sie nicht zum Wohnen, sondern als Rückzugsort dienten. Dort habe man vielleicht nicht jeden Tag gelebt, aber diese Menschen hatten auf jeden Fall das Bedürfnis, sich mit den Erdwerken besonders zu schützen. Die Archäologen gehen davon aus, dass Feuer und die Idole an diesem religiösen Platz oder Kraftort eine große Rolle gespielt haben. Wenn sich die Menschen von den Idolen trennten, wurden sie zerbrochen. Das muss zu den rituellen Handlungen gehört haben. Zusammen mit dem Feuer gab es einen zerstörerischen Moment, das eine bestimmte Bedeutung hatte, so die Archäologen weiter. Es gibt auch weitere Überlegungen, dass die Idole farbig waren, aber die Farben sich nicht erhalten haben. Von anderen Idolen ist bekannt, dass sie rot und weiß angemalt waren. Dafür wurde in die Idole Rillen geritzt und mit Farbe ausgefüllt. Die Grabungen laufen noch bis Jahresende im Vorfeld des Baus der Umgehungsstraße für Bad Kösen. Am 19. Juni sollte ja das traditionelle Fußballspiel Wirtschaft gegen Presse zugunsten des Präventionskonzeptes Apfellatein stattfinden. Wie so viele andere Veranstaltungen fällt auch diese der momentanen Situation leider zum Opfer. Allerdings, es gibt eine Lösung. Aufgrund der anhaltenden Beschränkungen für Veranstaltungen bis zum 31. August fallen immer mehr geplante Events für dieses Jahr aus oder müssen verschoben werden. Dazu zählt leider auch das beliebte Benefiz-Fußballspiel Wirtschaft gegen Presse, das alljährlich zugunsten des Präventionskonzeptes Apfellatein veranstaltet wird. Die für den 19. Juni auf dem Platz des SV Langendorf vorgesehene Veranstaltung wird auf das Jahr 2021 verlegt. Nun rufen die Initiatoren zu Spenden für das Projekt Apfellatein auf. Die Grundschüler kehren wieder in die Schulen zurück, die nächsten Projekte sind geplant. Zwei weitere Grundschulen haben schon nachgefragt und möchten gerne am Projekt teilnehmen. Gutes spricht sich rum und die Kinder freuen sich über jede Spende. Einzahlen kann man Spenden auf folgendes Konto der Sachsen-Anhaltinischen Krebsgesellschaft e.V. Verwendungszweck bitte angeben, Spende für Präventionskonzept Apfellatein. Die Kontonummer blenden wir hier unten ein. Eine Spendenquittung kann selbstverständlich ausgestellt werden. Zusätzlich haben die Verantwortlichen auch die Aktion mit einer gesunden Tat etwas gesunde Zeit zu schenken initiiert. Schenken Sie mit einer gesunden Tat gesunde Zeit, zum Beispiel einem Ihrer Freunde, einem Mitarbeiter, einem Kollegen oder einen anderen Menschen. Welche Beispiele sind Ihnen aus Ihrem Umfeld bekannt? Es müssen keine großen Dinge sein. Gerade die kleinen, oft übersehenen Taten sind so wichtig, sie berühren uns und andere. Bis zum 18. Juni können Berichte über die verschenkte Stunde, den gemeinsam verbrachten Tag, per Mail an info@gesundinmitteldeutschland.de geschickt werden. Und zum Abschluss wird eine Jury besonders lobenswerte Taten auszeichnen. Das Benefiz-Fußballspiel, das muss ja auf das Jahr 2021 verschoben werden. Allerdings Grund für uns, einmal Rückschau auf die vergangene Veranstaltung zu halten. Zum wiederholten Male hieß es am vergangenen Freitag Fußball, Presse gegen Wirtschaft. Seit mehreren Jahren findet dieses Benefizspiel statt, um Geld für das Projekt Apfellatein zu sammeln, mit dem gesunde Ernährung den Schülern verschiedener Grundschulen im Burgenlandkreis nähergebracht wird. Ja, so schnell vergeht ein Jahr und es wird natürlich zur Tradition, das freut uns. Wir haben eine sehr gute Rückmeldung von den Grundschulen, also von daher könnten wir noch wesentlich mehr Grundschulen mit dem Projekt auch in Verbindung bringen. Von daher heute hier in Heukewalde und es wird natürlich auch weitergehen im Jahr 2020. Attraktivität hat es nicht verloren seit 2013.
Wir haben Stationen gemacht in vielen Orten, in kleinen Orten des wunderschönen Burgenlandkreises, angefangen in Mertendorf, Ossig, Hohenmölsen, also Großgrimma und in Weißenfels und in Balgstedt und auch in Zeitz. Und jetzt sind wir hier, in Heugewalde. Und der SV Heugewalde hatte den Abend bestens vorbereitet, sodass pünktlich 19 Uhr der Anstoß durch Landrat Götz Ulrich erfolgen konnte. Beide Mannschaften beschnupperten sich zu Beginn und nach fast 20 Minuten konnten sich die Presseleute endlich durchsetzen und das 1:0 erzielen. Die Wirtschaftsmannschaft ließ sich von diesem kleinen Rückschlag nicht beeindrucken und wenig später klingelte es im Kasten der Presse 1:1 Ausgleich. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Halbzeitpause. Ja, also es ist wie jedes Jahr wirklich eine veränderte Mannschaft und wirklich auch das Team Presse, Öffentlichkeitsarbeit ist auch total verändert. Ich meine, bestimmte Leute, so wie die Pressestelle Burgenlandkreis ist dort vertreten. Es ist auch mein Schwiegersohn dieses Mal vertreten von der AOK, ja, erstmalig. Und es ist auch Lars Frohns Sohn, 12 Jahre mit dabei. Und ja, von der MZ natürlich, von der Mitteldeutschen Zeitung, Nürnberger Tageblatt sind drei dieses Mal mit dabei. Auch Zeitzer Kollegin Yvette Meinhardt hier aus der Region. Das freut uns natürlich, weil es ist ja ein Mixed-Spiel, sprich, dass es Damen wie Herren sehr willkommen sind. Und es ist auch ein Schulleiter dabei, ein stellvertretender Schulleiter von Leipzig, der in meiner Nachbarschaft wohnt. Also ganz neuartig, wir haben immer einen gesunden Mix. Und Markus Reich, Entschuldigung, die CJD-Schule mit drei Pädagogen sogar. Die CJD-Schule aus Weißenfels. Okay. Ich grüße noch alle Wirtschaftsvertreter hier natürlich. Mich freut es, dass der Schiedsrichter wieder Schiedsrichterteam Willi Knorr ist, als Präsident des Kreissportbundes Burgenland und Harry Reiche als Landrat AD. Die zweite Halbzeit ging dann an die Mannschaft der Wirtschaft. Innerhalb weniger Minuten konnten sie auf einen Spielstand von 7:1 erhöhen. Sicherlich taten Temperaturen um die 30 Grad ihr Übriges dazu. Geballte Frauenpower sorgte dann wenigstens noch kurz vor dem Schlusspfiff für ein zweites Tor für die Presse. Doch für alle Beteiligten war das eigentlich völlig Nebensache. Wichtig war einzig und allein der Zweck und der Spaß an diesem Abend. Das ist wichtig für alle Beteiligten, dass wir Freude haben, Spaß haben, perfektes Wetter und natürlich eine sehr gute Kulisse und dass alle einfach das Spiel genießen. Neben dem Spaß konnten die Veranstalter, das Netzwerk für Gesundheit, wieder viele Spenden entgegennehmen. Damit ist der Fortgang des Projektes auch für das kommende Jahr gesichert und eine weitere Grundschule kann davon profitieren. Ja, also wir erwarten tatsächlich Gelder, aber wir sind ja bescheiden. Das heißt also, wir sagen nicht, wir müssen den Betrag erhalten und wollen auch nicht schneller, höher, weiter olympisch jetzt die Geldlinie ziehen. Aber wir sind mit 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 immer zufrieden. Aber sowas setzt man sich nicht als Ziel, sondern Spaß an der Freude, das Miteinander. Dieses Netzwerken wirklich zwischen Presse und Wirtschaft ist das Allerwichtigste. Und 10 Grundschulen müssen wir damit nicht nur zufriedenstellen, sondern auch bedienen. Und da gilt es auch nicht nur Materialien zur Verfügung zu stellen, sondern auch Honorarkräfte und Know-how. Wir haben 6 Säulen, die das Apfellatein tragen. Und wir sehen hier zu meiner Rechten die Erlebnisinsel Apfellatein mit dem Team Arbeitsgruppe Apfellatein, die das attraktiv gestalten, was die 6 Säulen angeht für die Grundschulen und für die Kinder. Also von daher, es macht Spaß. Es bringt was. Ein Scheck kam auch von Landrat Götz Ulrich, der sich in jedem Jahr, wie schon sein Vorgänger, mit engagiert. Wir, ja, der Burgenlandkreis sozusagen oder der Landrat. Ich habe das von Harry Reiche sehr, sehr gerne übernommen vor 5 Jahren und ich denke, es ist auch für einen guten Zweck in mehrfacher Hinsicht, für viele gute Zwecke. Das eine ist, dass hier Teamarbeit gefragt ist, ne, dass hier Menschen zusammenkommen, die sonst nicht immer nur im Team spielen, Unternehmen, die manchmal auch Konkurrenten sind, die das aber nach hinten stellen und sagen, wir engagieren uns hier für diese Sache. Der nächste Punkt ist,
dass es ja um Apfellatein und damit letztlich um gesunde Ernährung an den Schulen geht. Das ist ja die eigentliche Idee des Vereins, die sehr engagiert an vielen Bildungseinrichtungen vorangetrieben wird. Und ich denke, dass eben zu einer guten Bildungsarbeit auch Gesundheitserziehung oder Gesundheitsbildung gehört. Und da gehört eben auch das Thema Ernährung dazu. Und da gehört eben gesundes Obst genauso mit dazu. Noch spät am Abend, der Schlusspfiff war lange schon verklungen, saßen die Beteiligten zusammen und ließen bei interessanten Gesprächen das diesjährige Benefizspiel ausklingen. Was macht eine Stadt aus? Straßen? Gebäude? Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. In der Corona-Krise hatten die Wertstoffhöfe im Landkreis zum Teil geschlossen. Leider führte das dazu, dass einige Bürger ihren Müll einfach in der Natur entsorgt haben. Bereits vor 4 Jahren haben wir bei BLK Regional schon einmal über die unschönen Dreckecken berichtet. Bis Mai diesen Jahres mussten bereits an 145 Stellen illegal entsorgter Müll beseitigt werden. Ärgerlich für die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft. Sie kommen mit dem Beräumen teilweise gar nicht hinterher. Und das, obwohl ausreichende Möglichkeiten der legalen Müllentsorgung bestehen. Und es ist völlig unverständlich, wie Bürger, die ja trotzdem ihre Abfallgebühr bezahlen und die ihre Behälter auch entsprechend kriegen und viele Abfälle auch kostenlos eingesammelt werden. Wenn ich dran denke an Elektrogeräte, die ja durch die Rücknahmeverpflichtung der Hersteller kostenlos angenommen werden, sogar von uns zu Hause in den Haushalten an den Grundstücken abgeholt werden, kostenlos. Oder bis hin zur Entsorgung von Kunststoffabfällen, die sogenannte stoffgleiche Nichtverpackung, wo wir durch die Einführung des Behältersystems auch Möglichkeiten seit vergangenen Jahr geschafft haben, auch diese stoffgleiche Nichtverpackung mit einzusammeln. Auch diese landen einfach in freier Landschaft und es sieht nicht schön aus und verunstaltet einmal unser schönes touristisches Gebiet, nicht nur westlich, sondern auch östlich im gesamten Landkreis. Und das ist bedauernswert, obwohl auch diese stoffgleiche Nichtverpackung kostenlos mit entsorgt werden in der gelben Tonne, also keine Leerungsgebühr für die gelbe Tonne anfällt. Die Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd ist mit einem gut ausgebauten Erfassungs- und Entsorgungsgebietes gut aufgestellt. Die Bürger haben mit relativ kurzen Wegen die Möglichkeit, ihren Müll sicher und legal zu entsorgen. Dennoch gibt es immer wieder Menschen, denen es egal ist, wie sie sich ihres Unrates entledigen. Wir sind so gut aufgestellt, dass wir für jeden Bürger in zumutbarer Erreichbarkeit Abfälle annehmen. Das sind einmal in jedem größeren Ort, also Naumburg, Zeitz, Weißenfels, voll ausgebaute große Wertstoffhöfe, wo jeder Bürger seine Abfälle
ohne weiteres dorthin bringen kann. Es gibt auch kostenlos nochmal Sperrmüllkarten in jedem Abfallratgeber, wo auch Sperrmüll kostenlos bis zu einer bestimmten Menge dann angenommen wird. Und wir haben auch teilweise grüne Nassschnittplätze mit bestimmten Annahmespektren ausgestaltet. Wenn ich an Alttextilien denke, die ja auch in freier Landschaft landen, so haben wir dort überall die Erfassungscontainer aufgestellt. Es ist einfach nicht nachzuvollziehen und schwierig am Ende auch dann die Bürger, die tatsächlich nicht ordnungsgemäß mit der Entsorgung umgehen, die dann natürlich auch zur Verantwortung zu ziehen. Hier sind natürlich die allen anderen Bürger gefragt, wenn sie solche illegalen Ablagerungen feststellen beziehungsweise Bürger feststellen mit ihren Fahrzeugen, die dann an solchen Stellen anhalten und Abfälle ausladen, dann sind die Kennzeichen dort zu erfassen, die Uhrzeit, das Datum zu erfassen und uns reichen auch anonyme Anzeigen in der Form. Wenn wir aber tatsächlich dann nachweislich Uhrzeit, Datum, Kennzeichen haben, noch besser ist es natürlich und noch sicherer ist es, wenn diejenigen dann mit Name und Adresse uns dann zur Verfügung stehen, um tatsächlich denjenigen dann zur Verantwortung zu ziehen. Unterstützung bekommen die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd von den jeweiligen Ordnungsämtern der Städte und Gemeinden. Ja, wir arbeiten schon intensiv mit den Ordnungsämtern zusammen und das funktioniert eigentlich, denke ich, sehr gut. Hier gibt es also direkt Absprachen. Alle Vierteljahr treffen wir uns auch mit den Ordnungsämtern hier im Hause und stimmen eben auch über die Schwerpunktprobleme ab, damit wir eben schnell, sage ich mal, solche Standorte erfassen und natürlich auch beseitigen können. Denn leider kommt an den Stellen, wo bereits Abfall liegt, weiterer Müll hinzu. Gleich nach der Devise: Wenn schon was da liegt, dann kommt es auf meinen Müll wohl nicht mehr drauf an. Es ist auch wichtig, dass die Unterabfallbehörde hier mit im Boot ist, denn diese Behörde muss eben letztendlich uns auch eine Freigabe machen. Dort laufen ja die Ermittlungen zu Störern, also zu denjenigen, die das verkippt haben. Und erst wenn das abgeschlossen ist, sind wir eigentlich rechtlich in der Lage, das auch wegzuräumen. Nach unserer Recherche beinhaltet der illegale Abfall aber nicht nur Hausmüll. Vielerorts stellen die Mitarbeiter fest, dass es sich wohl auch Firmen leicht machen, sich ihren Müll zu entledigen. So wurde nahe Pettstedt gleich eine ganze Ladung voller Dachziegel auf dem Feldweg abgeschüttet. Auch gesundheitsschädigender Asbest wird immer wieder auf diese Weise entsorgt. Bleibt die Frage, wie hoch die Strafen für solche Vergehen ausfallen? Nein, es gibt schon Möglichkeiten, hohe Strafen auszusprechen. Aber wenn man tatsächlich die maximale Bestrafung ausschöpfen will, dann muss es sich dann schon um ein Vergehen handeln, was tatsächlich auch, sagen wir mal, Abfälle beinhaltet, die gefährlichen Inhalt sind, wo die Umwelt besonders stark belastet wird. Aber den Herr zu werden, ist natürlich nicht ganz einfach. Und dann am Ende, wenn der Klageweg beschritten wird und derjenige dann gegen Bußgeldbescheide zum Beispiel vorgeht, muss natürlich auch die Verhältnismäßigkeit beachtet werden. Ja, aber kleinere Strafen, kleinere Bußgeldverfahren, die dann auch in der Öffentlichkeit ein bisschen mit praktiziert und bekannt gemacht werden, dass man tatsächlich der Sache habhaft werden könnte, die helfen dann schon und versuchen dann auch oder bringen dann auch Beispiele, wo dann weniger letztendlich illegal abgelagert wird. Und Sie haben es jetzt eigentlich selbst schon angesprochen. Müll, ich habe ja hier ein bisschen was vor mir liegen, das ist die eine Seite. Aber wenn ich Kühlschränke, wenn Kühlflüssigkeit ausläuft, wenn gerade was Sie auch angesprochen haben, dann geht es an die Umwelt, dann geht es ja, das versickert. Was passiert jetzt eigentlich dann? Hier sind es Müllsäcke, die kann man abtragen, die kann man wegtransportieren. Aber muss jetzt auch noch kontrolliert werden, wenn dann wieder Kühlschränke etc., was auch immer, Öle oder was abgelagert und hingeschmissen wird, der Grund und Boden noch kontrolliert werden, denn das sind ja auch erhebliche Kosten, die dann auftreten. Auch das sind große Probleme, die eigentlich bei einer ordnungsgemäßen Abgabe dieser Abfälle nicht auftreten. Es kommt tatsächlich auch vor, dass dann Öle auslaufen und die Erde letztendlich mit ausgetauscht werden muss, was erhebliche Kosten verursacht, nicht nur Kosten, sondern auch der Aufwand. Und das meiste an Kosten entsteht auch dadurch, dass wir dann diese Abfälle nicht mehr getrennt erfassen können, sondern insgesamt der Verbrennung bzw. der
Entsorgung und Beseitigung zuführen müssen, sodass dann gerade diese Kosten relativ hoch sind. Denn wenn man ordentlich trennt, ist man doch in der Lage, den Kostenumfang zu reduzieren. Aber in dem Fall kommen zusätzlich Kosten dazu, indem dann das Erdreich, die Natur letztendlich ausgetauscht werden muss und, wenn es gut geht, auch noch entsprechend behandelt werden muss. Frei nach dem Motto, wehret den Anfängen, tritt man hier im Burgenlandkreis mit Aufklärung den Schritt nach vorn an. Ja, wir betreiben ja rege eine Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere freue ich mich natürlich auch, dass durch die Kindergärten und durch die Schulen unser Angebot angenommen wird. Und gerade diese Kinder, die sind noch sehr hell und begeisternd für solche Sachen mit zu erziehen und die bringen natürlich dann die Problematik ins Elternhaus. Ja, und wir erhoffen uns natürlich, dass auch die Eltern dadurch so sensibilisiert werden, dass sie mehr Augenmerk auf eine ordnungsgemäße Verwertung, Entsorgung von Abfällen legen, sodass auch Abfälle in der freien Landschaft dadurch wieder vermieden werden. Die Kinder sind dann schon ein ganz gutes Transport, eine ganz gute Transportmöglichkeit, um die Interessen, die tatsächlich vorhanden sind, zu transportieren. Ja, und wie peinlich ist es, wenn es von einem Kind kommt, von einem, ja, wenn man ermahnt wird als Eltern? Peinlich. Das haben wir schon als Rücklauf bekommen, dass durchaus viele Kinder dann auch die Eltern sagen, das muss dort drin entsorgt werden und das muss eigentlich da rein und das ist jetzt falsch gelegt worden. Das passiert und das ist auch das Ziel, was wir wollen. Und ich hoffe doch, dass auch die Kinder und die Meinung der Kinder und das, was die Kinder sagen, auch tatsächlich so mal angenommen und akzeptiert wird. Was würden Sie sich als letztes, Herr Mock, wünschen von den Menschen? Vielleicht einen kleinen Appell nochmal? Ich wünsche mir natürlich von den Menschen, dass sie mit offenen Augen durch die Landschaft fahren. Nicht nur die, die die Landschaft und die Natur bei uns genießen wollen, sondern auch die, die von A nach B fahren, um genau solche Umweltsünder zu erfassen, zu analysieren und durchaus auch mal anhalten und auch in der Nachbarschaft darauf aufmerksam machen, wenn dort etwas gesehen wird, dass man die Leute anspricht. Unmittelbar, jeder direkt anspricht, denn wir sind insgesamt für die Natur verantwortlich und haben auch Einfluss auf unsere Abfallgebühr, die wir natürlich auch nicht unbedingt in die Höhe treiben wollen durch solche illegalen Ablagerungen, denn am Ende bezahlt jeder Einzelne von uns in seiner Gebühr die illegale Entsorgung. Und das ist das, was ich mir absolut nicht wünsche, sondern es sollen die zur Verantwortung gezogen werden, die tatsächlich die Verantwortung dafür tragen. Ich bedanke mich, Herr Mock. Flüge sind gestrichen und Urlaubsreisen scheinen wohl nur innerhalb von Sachsen-Anhalt möglich zu sein. Doch was macht Corona mit unseren Reisebüros? Wir haben uns in Naumburg einmal umgehört. Alle Hände voll zu tun und doch keine Einnahmen. Das ist die Realität vieler Reisebüros im Landkreis. Eines davon ist das Reisebüro Sonnenklar in Naumburg. Sarah Stenzel, die Inhaberin des kleinen Reisebüros, musste es Mitte März schließen, wie viele andere auch. Sehr stark, bin ich ganz ehrlich. Also das ging vor allem von jetzt auf gleich, dass wir schnell agieren mussten. Alle Reisen wurden abgesagt, dass es auch anfing, wirklich Existenzen zu kosten, sei es jetzt bei uns Reisebüros als auch bei unseren Kunden. Also es hat uns schon sehr getroffen, vor allem unvorbereitet und schnell. Weniger zu tun habe die Naumburger Unternehmerin nicht. Aber es sind meist Tätigkeiten, die ihr auch kein Geld bringen. Fördergelder gibt es zwar, aber war das tatsächlich so unkompliziert, wie immer behauptet? Das ist richtig. Also wir Reisebüros bekommen wirklich immer erst Geld, wenn die Kunden gereist sind. Das heißt, wir haben jetzt gerade keinerlei Einnahme und trotzdem laufende Kosten wie Systemgebühren, Telefon, Strom, Wasser. Und da sind wir natürlich auch, haben wir auch die Soforthilfe beantragt. Hat doch in Sachsen-Anhalt ein bisschen länger gedauert, als es der Name sagt. Ansonsten das Ausfüllen, die Beantragung an sich war recht einfach und unkompliziert, das muss man schon sagen. Kurzarbeitergeld haben wir auch jetzt beantragt, meine zwei Mitarbeiter musste ich in Kurzarbeit gehen lassen. Es ist eine schwierige Zeit, was soll ich sagen, aber irgendwie kriegen wir das auch schon hin und
Wir wurden staatlich auch gut unterstützt, was jetzt Kurzarbeit und Soforthilfe angeht. Alles andere hoffen wir, dass noch ein bisschen was kommt, weil das jetzt gerade noch mit den Flugreisen so aussieht, dass das noch eine ganze Weile auf sich warten lassen wird. Die Soforthilfe hat Sarah beantragt und bereits bekommen. Sie decke allerdings nur die Betriebskosten ab. Lebenserhaltungskosten für sie als Unternehmerin seien darin nicht enthalten. Und ob es einen Urlaub gleich nach Corona für viele ihrer Kunden geben wird, das bleibt abzuwarten, sagt die Reiseverkehrskauffrau. Das ist niedlich. Die Lager spalten sich da wirklich extrem. Also wir haben Kunden, die sind sehr vorsichtig. Die sagen wirklich, boah, ich warte das lieber erstmal ab. Ich möchte nicht in diesen Massentourismus oder ich möchte nicht mit einer Maske am Strand liegen neben anderen. Und dann hast du aber wirklich welche, die sagen, nein, ich will raus, ich schaffe das nicht mehr. Darauf habe ich das ganze Jahr über gespart und gewartet. Das ist mein Ziel. Also das ist wirklich gravierend, wie unterschiedlich die Menschen da ticken. Den Kopf hängen lassen will die Unternehmerin dennoch nicht und sieht ihre Zukunft wie folgt. Das Reisebüro lebt wirklich fokussiert davon, dass die Leute weggehen, dass sie rausfliegen. Natürlich sind wir auch gut aufgestellt, die Leute nach Deutschland zu bringen oder halt auch mal andere schöne Ziele zu zeigen, wie den Bayerischen Wald, nicht nur die Ostsee, also da haben wir auch gute Möglichkeiten, aber es ist halt fokussiert bisher immer die Flugreise gewesen. Was jetzt nicht heißt, dass wir nicht auch anders könnten. Genau, richtig. Also da haben auch viele Veranstalter jetzt mitgedacht, weil wir vermitteln ja nur, dass sie auch mal im Schwarzwald sich mal Häuser einkaufen müssten, die wir dann auch vermitteln können. Also das hilft auf jeden Fall, auch bei Deutschlandreisen zu uns ins Reisebüro zu kommen. Also ich hoffe doch, dass wenn alle Leute wieder normal reisen können, dass es dann gut vorwärts wieder geht, dass wir dann ordentlich normal weitermachen können. Es muss aber halt erstmal so weit kommen. Das Problem, dass in den Fördermitteln die Lebenserhaltungskosten der Unternehmer nicht berücksichtigt werde, ist nun auch in der Politik angekommen. Wirtschaftsminister Armin Willemann sagte, dass er und andere Minister sich bereits mit diesen Anliegen an den Bundeswirtschaftsminister gewandt haben und dass es einer Lösung bedarf. Zumindest in den Fällen, wenn die Unternehmer länger vom Erwerbsgeschäft ausgeschlossen sind. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer 30 Minuten aktueller Nachrichten aus dem Burgenlandkreis. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine schöne restliche Woche und wir sehen uns, wenn Sie möchten, bereits am Freitagabend schon wieder, natürlich hier bei BLK TV. Bis dahin finden Sie weitere Nachrichten aktuell auf der Webseite blkregional.tv oder Sie schauen einfach mal rein auf der BLK TV Facebook-Seite. Also dann, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, tschüss und auf Wiedersehen.